Ja, herzlich willkommen an der Niederen Werft in Weißenthurm. Die Niedere Werft diente bis 1951 zur Verladung der Bimssteine auf die Schiffe. Eine tolle Angelegenheit. Wir Kinder und Jugendliche haben die Arbeiter bewundert, die über schwankende Bohlen mit den Schubkarren die Steine auf die Schiffe brachten und da wurden die Steine verladen. Einmal kann ich mich gut erinnern, die Arbeiter lagen also im Schatten dieser Wand, die die Niedere Werft von der Rheinuferstraße abtrennte, lagen die und schliefen teilweise oder aßen zu Mittag und ich konnte an Steinen nicht vorbeigehen und dann habe ich auf die Steine getreten, die flogen nach unten und dann habe ich schnell laufen gelernt, weil die Arbeiter dann hinter einem her waren. Das waren harte Burschen. Ja? Also nochmal, wir haben die bewundert, die hätten im Zirkus auftreten können, wie die mit den Schubkarren über die schwankenden Bohlen die Steine aufs Schiff gebracht haben. Die Schiffe lagen ja nicht unmittelbar am Ufer, sondern diese Strecke musste mit Bohlen überwunden werden. Und es gab keine andere Möglichkeit. Es gab noch keine Kräne, es gab von der Technik her nur diese Möglichkeit. Sehr viele waren aus Weißenthurm, die dort hervorragen konnten. Das war schon mit Hochachtung besetzt. Es gab auch einige Unfälle, wo die Arbeiter dann mit der Schubkarre in den Rhein stürzten und teilweise sind auch da Leute ertrunken. Das größte Unglück war 1947. Da hat man versucht, über Bohlen einen Schiffsmotor auf das Schiff zu bringen. Dieser Schiffsmotor ist mit 5 Arbeitern in den Rhein gestürzt. Alle 5 Arbeiter sind ertrunken. 2 wurden überhaupt nicht gefunden, 2 am Schiff gefunden und eine Leiche wurde in Linz angeschwemmt und der ist auch hier in Weißenthurm beerdigt worden, weil er in Weißenthurm war.